Am Hauptbahnhof von Amsterdam hat sich eine Messerstecherei ereignet. Die niederländische Polizei schoss den mutmaßlichen Angreifer nieder. Er hatte zwei Menschen mit einem Messer verletzt. Insgesamt habe es drei Verletzte gegeben, darunter den Verdächtigen, teilte die Polizei mit. Alle drei seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein Amsterdamer Fernsehsender berichtete, vor der Messerstecherei habe es einen Streit gegeben. Teile des Bahnhofsgeländes wurden evakuiert. Die Polizei sprach von einem Stichwaffenvorfall.